Hallihallo zusammen, wir kommen zu einer weiteren Aufnahme von der 18er Rangliste im Monat Februar. 9.2.22:30 Uhr spielen wir mit der Rangliste. Wir müssen uns ranhalten, wir haben bereits 9 Tage rum und wir haben gerade mal 3 Listen. Jetzt kommt die 4., die wir machen. Und ein paar Tage im Februar sind verplant. Ja. Jetzt bin ich mal ein Wochenende weg und von dem her gesehen muss ich wirklich schauen, dass ich Gas gebe und es irgendwie hinkriege, die Listen zu spielen. Genau. Die 4. Liste, wie gesagt, ist gut gestartet oder eigentlich ganz bescheiden gestartet. Da hieß es schon im Chat beim Livestream, dass ich abbrechen kann. Eigentlich schon, ich habe gesagt, nee, kriegen wir schon irgendwie noch hin. Nach 3 Listen stehen wir zu der gut. Wir haben eine 700 noch gespielt, also erste war 200 irgendwas bloß, glaube ich. Da haben wir noch eine 700 gespielt jetzt. Und last but not least, knapp 1100. Die war natürlich schön, ist ja wahrscheinlich pickfrei. Ich setze jetzt hier nicht auf Schuss, sondern ich denke, ich spiele kreuzfrei. Oh, vielleicht doch Ass 10 zu viert. Hätte doch Pik 10 spielen sollen. Wird gestochen, sehr wahrscheinlich. Problem ist jetzt, dass jetzt halt eine 10 abhanden kommt. Ist egal. Die König noch drin, aber das sind 4 Augen mehr. Macht der Kohl nicht fett, das hat er hinten raus auf jeden Fall. Und gut, steht so rund, wenn ich Pik anspiele, schneide, dann gewinnt er auch. Das ist. Wenn er nicht Kreuz aus 10 hat, wird er nur gewinnen. Ich denke, wir müssen raus. In dem Moment, wo er 27 sagt, wenigstens spätestens, kann er schon viel, viel früher rausgehen, natürlich. Auch Big Lusche ausspielen, sicherlich. Guten Trumpf gefunden, so wie es ausschaut. Karo Lusche zurück ist jetzt nie ein Siegweg. Das ist jetzt, das ist. Spricht da die 2. volle, aber wir müssen da irgendwie rauskommen. Herz Ass steht blank. Ich weiß nicht, wie wir was für großartig wirklich schlagen sollen. Wird das schon Pik-Bube spielen, ne? Ui. Das hättest du auch drauf kommen können, vielleicht, dass ich den noch kann. Karo Dame ist rausgefallen. Wenn der Karo Lusche noch hätte, würde er die spielen. Die Frage ist, ob man jetzt sogar Herz Ass spielen müssen, dann Übergabe. Ich spiele mal den. Alles ein bisschen raten beim Handspiel. Wir wissen nicht genau, wie viele Trümpfe es sind. Da wird sicherlich einer schlafen. Ansonsten können wir es so nicht gewinnen. Vielleicht schlafen noch 2. Wenn jetzt ein Herz rausfällt, spielen wir Herz Ass, dann Pik König, glaube ich. Schlecht für uns. Pik Ass blank gestellt. Pik 10 blank gestellt. Machen wir Rest. Da schlafen 2 Trumpf oder sowas sogar. Pik 10 blank stellen war natürlich jetzt nichts. Herz, wenn er blank stellt, wird gut. Oh gut. So, bis 10 Augen mehr. Ne, kein Trumpf schläft. Oder was komplett verpennt. Spiel 1 hat es komplett verschlafen. Das war ein Sch. Ja. So, wir steigen ein ins Geschehen, spielen dran.
Wir kriegen nicht beides hochgestellt, das heißt, wir gucken sowieso, auch wenn nichts rausgefallen wäre, gucken wir nach Hatz, nach Pik Ass. Gewonnen. Theoretisch eine Null kann man machen. Mal. Wir müssen ein bisschen Gas geben bei dem Format. Mehr ist es auf jeden Fall nicht. Er ist, glaube ich, relativ forsch unterwegs auch. Am Reizen bisher. Wobei das eine Schwarz-Auto-Spiel muss man auch so sehen. Ne? Also, guck mal rein. Wahrscheinlich sticht er die. Ass König Dame oft. Oder König Dame. Oder Dämon vielleicht, ne. Ganze oder so. Dann machen wir 28 statt 25. Schönes Spiel auch gewesen. Jetzt haben wir ein schönes wieder. Ich drück's theoretisch, also so, dass es eigentlich fast theoretisch ist. Ich drück jetzt mal so. 14 und kurz Ass-Anzeige vielleicht. Den soll doch gleich schneiden. Vielleicht schneidet er nochmal. Nee, kann er nicht, wahrscheinlich, ja. Falsch gedrückt. 29 haben sie jetzt, glaube ich, ne? Müssen stechen. Geht trotzdem Schneider. Ich denke, wir sagen 18 in den meisten Fällen oder halten, dann kriegt das. Ansonsten finden wir vielleicht oftmals sogar Bube Ass oder zwei Buben, Bube 10, irgendwie sowas. Damit können wir dann vielleicht ein bisschen was machen. Wobei das schon gewagt ist. Gut, wir werfen das trotzdem blank, auch wenn es manchmal falsch ist. Kreuz Ass zu dritt hol, dann war es das auch. Irgendeine Dame rein, wenn er jetzt also nur ein Karo-Stich. Dann wollen wir, dass er mitnimmt, dass er selber antreten muss. Können wir als Null versuchen. Er kriegt Turbo-Karten bis jetzt. Aber so eine Liste hatten wir ja auch schon. Von dem her gesehen. Vor allem kriegen wir ja nicht nix, sondern wir haben stehen trotzdem. Ja, nicht überragend, aber alle ganz schlecht.
da wahrscheinlich richtig gemacht. Graubu sollte er eigentlich nicht haben. Jetzt stich mal, jetzt wirft er weg. Passt. Ich habe dann stehen in der Hand zwei Buben und vier Asse. Ne? Ja. Spielen Pik, spielen von oben. Jetzt können wir von oben, macht dann den Unterschied. Spielen wir gleich. Gegenspiel gefangen. Vielleicht ist er gefrustet und es wird vielleicht nicht gut ausgehen dann für ihn. Doch fehlt nur der Wergereiz, dann wird's ein kranken, als normaler, ordentlicher, schöner wahrscheinlich. Ja. So, 3 bis 4 Buben. Immer Kreuz. Wenn wir Kreuz, 4 Buben sind 8, Karo Ass sind 9. Wir spielen jetzt 10. Spiel ist zu stark. Ja. Ja, wir können einen Stich mehr machen, aber glücklich wird man damit nicht. Wir kommen immer nach hinten. Nicht schön, die Findung. 18 Jahre, 20 betrügen mal so, spielen Kreuz. 10 Augen im Keller, sollten wir aufpassen. 21. Ich möchte gleich oben hin lang, glaube ich. Doch nicht gut. 26. Was hier? Alles gut. Wir reizen ein bisschen. Weil er ist, glaube ich, auch nicht defensiv. Also ich will auch noch einmischen, wollte ich gerade sagen. Ist nicht so gut. Wenn er Hallo 18 hat, er hat ein Spiel, finden wir, glaube ich, oft ein Kreuz. Ich tue mal
36 halten wegen Karo. Jetzt haben wir wahrscheinlich ein Problem. Jetzt gehen wir raus. Wird vielleicht eine durchschnittliche. Oh, Kreuz. Wir spielen erstmal blank auf jeden Fall. Kann man blanke 10 wahrscheinlich sogar spielen. Ich will es sogar besser. Kreuz, okay. Gut, wir dann nochmal hochgewinnen. Naja, wenn ich das wegschmeiße, machen wir nur einen Stich. Deswegen werde ich überstechen, Pik spielen, dass ich nochmal Karo Bube steche. Aber das ist nur eine Feingeschichte. Okay. Da können wir sogar Trumpf abwerfen, oder? Ach nee. Spiel ab ein. Kommt eine kleine Überraschung. Jetzt holen wir uns auch Trumpf 10, oder? Ne, dann kriegt man Trumpf 10 rein. Das bitte. Drei laufen Lerns. Gut, er hat mit ohne 84 gesagt. War voll leer, aber gehabt, ne? Wir stehen jetzt gar nicht so schlecht. Zwei Spielchen noch irgendwie versuchen zu kriegen, gefühlt. Ist die Liste gar nicht schlecht geworden. Moment, der hat bei 20 hat er gepasst. Ne? Das heißt, Karo Hebe vielleicht, Herz Dame zu dritt oftmals. Laden wir logischerweise durch. 15. Der Blank, der zweite. Immer so spielen, dann wird es kurz auf jeden Fall eine mitmachen kurz. Karo 10 im Finale abgeben. Ne, gar nicht Karo 10, genau. Falls es ein Doppellusche, blanke Lusche, genau. Falls es ein 5-Trümpfer ist, gibt der Karo 10 ab. Wenn es 6-Trümpfer ist, dann ist sowieso Karo Ass. So also ein Karo muss im Spiel sein, auf jeden Fall. Manchmal auch 2. Das war ähnlich egal in dem Spiel. Bei 24 müssten wir passen. Gott sei Dank nicht. Da haben wir ein schönes Kreuzspiel von kann auch krank fast spielen. Ne? Auf die Karte. Dann drücken wir aber gefühlt so. Ich spiele Kreuz. Ich mache da keine Experimente. Das sind in den meisten Fällen 36 Punkte. Warum geht die Karte jetzt nicht raus? Also, weil ich nicht im Ausspiel bin. Ja, dann ist gut, dass wir Kreuz spielen. Übrigens. Gott, oh Gott. 14. Wäre ich die blanke 10 gewesen. Langen wir lieber oben hin. Die kommen raus jetzt.
Ist ein Ticken zu dünn. Wir hoffen noch auf unsere 1 bis 2 Spiele, vielleicht noch ein Gegenspiel Todes. Und fertig. Da haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Wir haben jetzt schon, wenn man es hochrechnet, sind es ja schon 566, sind da wie 1132, ne? Sozusagen. 36er Reizung ist in meisten Fällen Kreuz mit 2 wahrscheinlich. Karo ohne 2, ohne 3 glaube ich jetzt nicht unbedingt. Ich werde trotzdem Karo Dame immer ausspielen. Ich habe meine beim 0 mehr natürlich nicht. Und der ist gut. Ui, da kotzt er natürlich ab. Wir haben nix. Eine schöne Liste jetzt. Spieler 1. Herzlein, du darfst nicht traurig sein. Ja, wir nehmen mit 2 Augen. Hammer. Meistens getroffen, sonst wechselt dann nicht die Farbe. Geht leider. Aszenlusche, Astlusche, 5 Trümpfe. Das heißt, wenn Kreuz zurückkommt. Mal mit Kreuz 10. Laufen lassen. Auch Rest vielleicht. Den Kreuz gedrückt. Daher Wedewind. Haben wir Karo 10 leider auch. Und Karo 10 bei uns ist, na genau, das sind 60 gewesen. Genau, wenn Karo König gedrückt hat, kommen wir hin. Das können wir nicht verändern. Sagen 18 ist dünn. 20. Wir halten sie mal. Eine schwarze wollen wir finden. Nicht unmutig. Ist gut gegangen wahrscheinlich. Hier kann man übrigens auch Kreuz spielen, das mache ich auch. Ich will einfach den Zugriff haben auf Trumpf, falls ich gegen 4 lauf. Und 10 Damen 9 geht eventuell. Der muss man laufen. Also glaube ich, nicht ganz theoretisch. Kannst du echt noch verlieren? Das sind immer 31 Mann. Gott, Gott. Na, ja, das ist gut, wenn er sticht. Er hat ja meistens dann logischerweise den Buben. Das hat er sich selber gekürzt. Das heißt, selbst wenn man einen Buben so zweit hat, neigt er vielleicht dazu, drauf zu gehen. Dann werden wir auch gewinnen. Nur wenn es den Schmierungsstich gibt, haben wir ein Problem. Pik wären wir hier auf 4 gelaufen und Kreuz steht aber 2-1, werden wir wahrscheinlich auch gewinnen. Aber wir spielen immer einen Buben, von dem wir gesehen, dann macht Trumpf Ass, bleibt auf jeden Fall stehen. Im Mittelhand werden wir auf jeden Fall kurz, dass wir hinten raus ein bisschen mehr auch abgeben. Dann halten wir. Die Frage ist, ob wir 22 rausnehmen können. Für ein Kreuz machen wir das. Wenn ein Kreuz drin liegt, haben wir ein gewinnbares Spiel. Kann natürlich sein, dass er bloß hebt, das bei 20 passt. Mal gucken. Bei 20 ist natürlich eigentlich Kreuzlusche gefunden. Das ist okay. Spielen Kreuz. Wir spielen erstmal ganz normal klassisch Trumpflusche. Wir können auch noch alten ausspielen bei dem Spiel, weil es nicht der große Unterschied macht. Lauf gegen 4 mindestens. Das ist gut für uns.
Wenn er übersticht, dann mehr Trümpfen. Von dem her gesehen, wir hauen hier weg. Wir stechen den Blödsinn nicht. Wir stechen den kleinen, aber übersticht sowieso. Darf er halt nur noch einen Wurm haben, es müssen Trümpfe eigentlich eins einstehen. Jetzt haben wir hoffentlich Rest. So ist es, genau. Ändert nichts, aber dann nicht wegschmeißt. Wir werden sowieso auf Karo 2 einspielen. Und dass er es mit mehr Trümpfen sticht, war auch klar, war Trumpf 10. Im zweiten Ast legt oder nach dem Überstich Ast legt. Wieder eine schöne Liste. 714, das ist nämlich keine schlechte. Ich glaube, da mischen wir uns nicht mehr ein. Wir haben sogar oft eine Gegenspielkarte, wo wir vielleicht noch einen Toten rankriegen. Vielleicht wird es nochmal mein Lieblingsformat. Jetzt bin ich mal gespannt. Pink Bube hätte ich gerne gern sehen. Na gut. Er braucht da. Oh ja. Herz kann er frei sein. Und 7 sind 21. 31, 35. Das ist natürlich schlecht jetzt auch. Einfach mal einschieben. 56, da müssen wir einen Karo stehen noch machen. Sonst war es einfach schlecht, was er gemacht hat. Ja klar. Muss doch einschieben. Würde man trotzdem was ein, macht er trotzdem 61, glaube ich, ne? Naja. Das war soweit. 714. Schöne Liste gespielt, glaube ich. War soweit okay. War alles eigentlich soweit in Ordnung. Von unserer Seite auf jeden Fall. Jo, wünsche euch was. Bis dann. Ciao.